Hier haben wir einen Winkelsucher von Seagull. Das ist ein nützliches Zubehörteil für die Makrofotografie. Da man ja, wenn man zum Beispiel Sachen ablichtet im Makrobereich, Pflanzen oder auch halt eben Sachen, die künstlich makrofotografiert werden sollen, also im Lichtzelt, im Studio, dann hat man das Problem, dass man ja mit der Kamera eigentlich in der Regel immer recht nah rangeht und durch den Sucher halt eben bei so einer Position das Problem hat, durchzugucken, weil man da mit dem Gesicht immer von vorne direkt drauf müsste. Und dafür ist halt so ein Winkelsucher gut, der wird halt so an die Kamera angebracht und dann kann man praktisch von oben im Stehen durchschauen. Das ist praktisch eine Verlängerung durch den Spiegelkasten hier, durch den Sucher in den Winkelsucher und praktisch hier oben tritt das Bild dann wieder heraus, was man sich dann betrachtet und anguckt. Der Winkelsucher hat also hier zwei Vergrößerungsoptionen, und zwar einmal bis zu einer einfachen Vergrößerung und dann noch einer 3,25-fachen Vergrößerung. Das heißt, das ist dann noch größer und noch näher dran, was man im Sucher sehen kann. Und ich werde jetzt mal eben zeigen, wie man das hier am Sucher der Kamera befestigt. Dazu entfernt man diesen Sucheraufsatz. Einfach oben abziehen. Dann nimmt man aus dem reichhaltigen Adapterangebot, was hier also alles mitgeliefert wird. Ich zeige das mal eben. Es gibt hier also verschiedene Möglichkeiten. Haben wir hier für Nikon, für Leica, für Canon und nochmal Canon. Die sind also alle im Lieferumfang mit dabei. Das heißt, die kann man also auch wirklich dann relativ universell mit den meisten und größten bekanntesten Marken abdecken, die Mami als eine Kameraausrüstung hat. Und ich habe jetzt hier schon mal den Adapter rausgesucht für die Pentax. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man die jetzt befestigen kann. Entweder am Sucher direkt selbst an der Kamera und dann den Winkelsucher aufsetzen oder aber, was ich bevorzuge, erstmal am Winkelsucher. Dann wird hier einfach eingeschoben. So, ganz durchschieben, bis es oben sitzt. Und dann wird das einfach hier in diese Schienen am Sucher eingesetzt und dann ganz runtergedrückt. So, das ist also ziemlich einfach. Eine Besonderheit noch ist, dass dieser Sucher also wirklich aus jeder Position heraus betrachtet werden kann, beziehungsweise man kann also das Ding einmal hier 360 Grad um sich selbst drehen. Das ist also wirklich unheimlich flexibel und für die Makrofotografen unter Ihnen auch ein wirklich sinnvolles Zubehör für die Makrofotografie.